Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. I T-Temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Folge dem Programmierer. Ach, wie cool. Das sieht wirklich so aus, ne? Auch in diesen Gamers-Studios, auch in Deutschland und so. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Really? The brief was for a relaxed, creative individual, the kind that preferred a beanbag over a real chair, but if you're so... Ne. Das sieht wirklich hier so aus. Ach, wie geil. Wie im echten Leben halt eben ja auch. Das ist so saugeil. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive, bro. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Okay, we got some space. I'll try to boot up this antivirus. There it goes. My glitch fixing is gonna be way down today. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Alter, die verhalten sich wirklich so im echten Leben, ist ja super geil. Hier mit Windows-System, Betriebssystem, voll geil. Alter Schwede. Oh. Das war doch jetzt wirklich nicht echt sein Ernst eigentlich, dass er die Viren nicht wegkriegt. Das ist die einfachste Aufgabe von einem Programmierer, ein Antivirus-Programm zu programmieren. Das, ja. Wow, das war echt eine harte Aufgabe. Das war echt eine Herausforderung. Das wäre geil. Ganze Zeit immer nur so eine Arbeit zu machen und gleich wieder nach Hause zu gehen. Dann würde ich mich sofort bewerben. Wollte eigentlich auch noch sehen, was hier eigentlich ist. Ah, hier ist der Haupteingang, ne? Wie geil. Life Invader. Servus, du geile Schnitte. Entschuldigung, sorry, muss das sein. Aber eher mehr eine kleine Schnitte. Die ist richtig klein. Nein, ich wollte nicht hier hoch. Was ist mit dir? Naja. Geht so. Alter. So, noch kurz eine Limonade rausdrücken. Alter, rausdrücken. Ja, beachtet einfach nicht, was ich sage, ne? Das kann man auch immer mehr deutlich irgendwie, ja. Alter, ja klar, ist überhaupt nicht auffällig. Schmeiß es gleich am Boden, Michael. Ist der super unauffällig. Yoga, Invader Zone. Aber da kommen wir überall nicht rein, ne? Nee, natürlich nicht. Da ist ja alles gesperrt. Oh, doch. Hier kommen wir rein. Ach, wie geil.
Interessant, das macht jetzt richtig Laune hier ein bisschen so durchzugehen, was hier alles so möglich ist. Hier ist einfach ein Ablagerraum, ne? Ja, klar, ne? Yogaszone. Kommen wir nicht rein. Hier sind wahrscheinlich die Toiletten oder so. Sweat Lodge. Können wir auch nicht rein. Und hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht rein. Nein. Okay. Okay, aber dann haben wir einfach mal ein bisschen zu erkundet. Macht doch Spaß. Und ja, würde ich mal sagen, verlassen wir mal wieder Life Invader. So, schau in der Öffnungsrede zu Michaels Haus an. Was jetzt gleich im Fernsehen passieren wird, da bin ich jetzt immer sehr gespannt. Lester anrufen. Hey Michael, hold on. Domed! I domed you! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. Now what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Ah, whatever he's... Oh my god, you guys are so lame! No, I'm watching Fame or Shame! Stop your fucking tits! Give me up! You guys... Alter. Es ist manchmal wirklich so witzig mit dem. Ach so, umschalten natürlich. Ah, hier. Jay Norris, na. Warte, bis Jay Norris den Telefonprototyp mir rausholt und ruf ihn dann an. Okay, machen wir uns schon einmal bereit. Geht noch gar nicht, okay. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination. We have put a billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. That's not just impressive, it's revolutionary! Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal computer. Oh, hold on a second. I think someone's trying to talk with me. Hello? Whoa! Oh, Jesus! Whoa! Alter! What the fuck? Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Bestanden. Freundschaftsanfrage. Alter, ich werde mit dem Spiel nicht fertig. Ah, zu geil. Michael kann sich bei dem Dings-Symbol, Hemd-Symbol in seinem Schlafzimmer umziehen und Lester anrufen. Lester! That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Okay, also wir sollen uns jetzt auf den Weg zu Lester machen. Hier. Lester, perfekt. Und für Franklin gibt's da aber wieder nichts, ne? Ich habe hier eigentlich gar nicht geschaut, aber diese ganze große Welt. Wir müssten uns eigentlich auch einmal Zeit lassen, einfach mal aufs Land zu fahren oder so.
Nicht ganze Zeit immer in dieser Stadt zu hocken. Obwohl die Stadt ja eigentlich auch sehr aufregend ist, natürlich. Eine sehr, sehr große Stadt. Gefällt mir auch. Aber ich habe noch nichts vom Land gesehen. Das wäre auch mal interessant. Weil wenn wir mal erst einmal aufs Land fahren, dann wird die Karte sichtbar. Ne? Überall, wo wir schon einmal waren, dann ist natürlich auch praktisch. Dann können wir auch richtig sehen, wenn wir erst einmal alles erkundet haben. Aber es dauert noch folgenweise. Dann werden wir erst einmal richtig sehen, wie groß die Welt wirklich ist. Amanda. Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Du kannst entscheiden, ob du Michaels helfen willst. Ja, komm, warum nicht? Das ist ja unsere Frau. Oh, now you want me. All right, I'm coming. The one phone call rule is for real policemen, you worthless turd. Okay, geh zu Amanda. Ja, gehen, Alter. Dann werden wir aber erst in der Nacht drüben. Natürlich fahren. Boo. Alter, wie fährt denn der? Besoffen oder was? Wegen dieser Scheißfahrer fahre ich auch immer so scheiße. Diese KIs, ey. Die wurden aber nicht unbedingt intelligent programmiert, das muss ich schon sagen. Pam. Es muss immer in irgendeinen kleinen Kratzer geben, immer. Egal ob es ein kleines oder großes Auto ist, es muss immer ein Kratzer sein. Irgendwo hier muss sie sein. Ah, da drüben ist der Polizeistreifwagen. Einfach einsteigen. He's got my car. All right, let's go. Let's go. They're coming, Michael. I'm on top of it. Get us out of here. Oh shit. Relax, I got this. Let's go, Michael. Don't worry. I know what I'm doing. Hello? No seatbelt? No seatbelt? Shit! They're still on us! I'm on top of it. You trying to kill me back here? I do not want to go to prison! Don't worry. I know what I'm doing. Oh, scheiße. Die kommen von überall. Go, go, go. Relax, I got this. Ja, aber echt. There's no point in losing the cops if I'm dead in the back seat. Come on, come on, come on! Don't worry, I know what I'm doing. Is that it? Are they gone? Of course they're gone. Who are you talking to? Come on, I'll take you back to the house. Don't say it! What? That I have everything I want, so why am I stealing? Oh, my lips are sealed. Because if you say that, I'll say the same to you. I'm not saying anything. I'm just doing my best to keep us out of jail. Where are you going? I mean, who are you to judge me? Life Invader. Oh, I'm not judging? No, not at all. You're loving this, aren't you? Oh, yeah. Risking prison, getting shot at, love, love. Big love. Hoppala. So this is what it's like to be you. Not really, honey. See, I'm a semi-successful crook. You're a bit of a failure, but hey, kudos for trying. Not that successful if you're in witness protection. Well, I've got an idea. Why don't we see what Agent Dave and the FIB think of this lovers on the run act? Are we going home? Get rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Oh, and yeah. Thank you. Ja, gerne. Gern geschehen. Habe ja nur meinen Arsch riskiert. Bestanden. Naja, mal kurz haben wir unserer Frau geholfen und jetzt geht's dann wirklich ab zu Lester.
Ach so, hier ist sowieso unser Wagen, natürlich. Einfach mal wieder so aufgetaucht. Aber wir sollen den Wagen hier verschwinden lassen. Okay.